So, guten Tag. Und zwar ist das hier meine Sturmfock. Die habe ich jetzt zum ersten Mal, seitdem ich das Schiff gekauft habe, mal mitgenommen und mal ausgepackt. Und ja, die ist schon schön versifft. Also das Tuch sieht noch gut aus. Es sind ein paar Schimmelflecken drauf, ein paar kleine. Hier ist so ein riesengroßer brauner, schwarzer Fleck, ein paar Rostflecken. Also oben am Hals, ja, Korrosion. Hier ist ein Stahlseil dran. Das habe ich jetzt mal eingepackt. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie man sowas sauber kriegt. Ich krieg's ja in die Waschmaschine rein. Ich werde das mal in einem Schonprogramm mal waschen, das Säge. Vorsichtig, ohne Schleudern. Mal gucken, was ich hier an Waschmittel nehme. Mal gucken, ob ich das Säge wieder schöner hinbekomme. Ja, hier sind halt überall Stockflecken drin. Es sieht aus, als wäre es nie gebraucht worden. Die Nähte und so. Die Nähte sind alle echt super. Ich bin überrascht, für eine Sturmfock hat es echt ein dünnes Tuch. Also, ja, also wenn ich das so fühle. Ja, aber so auch der Schotthorn. Die Nähte sehen alle noch echt super aus. Ich werde das mal durchwaschen und mal gucken, wie es dann aussieht. Ansonsten muss ich mir, wenn ich es kaputt mache, ein neues. So, da wollen wir mal gucken. Oh, das ist ganz schön viel Segel für die kleine Waschmaschine. Na, mal schauen. Gut, es passt rein, aber Vollwaschmittel machen wir normal verschmutzt. So, zack. Und ich werde noch etwas Chlorreiniger reinschmeißen. 125 Milliliter bis 250 auf eine Waschladung. Wow. Das ist mir ein bisschen viel. Da ist ein halb. Etwa so viel. Das sind etwa jetzt, ja, 70 Milliliter. Gut, jetzt 95 Grad Koch, nee, keine Kochwäsche, wir machen mal Feinwäsche, ja, 40 Grad vielleicht, schleudern aus, sanftwaschen an, nee, sanftwaschen geht nie, wieso geht es sanftwaschen? Geht sanftwaschen bei Wolle? Nein, geht sanftwaschen. Ja, sanftwaschen geht bei Schleudern aus. Bei Echo 40 Grad. Was ist denn bei 2 Stunden geht das? Nee, das geht nur bei Pflegeleicht. Bügelfix 40 Grad. 30 Pflegeleicht. Wir machen mal Bügelfix 40 Grad. Sanft. Nein, das geht nur hier. Okay, bei Echo geht Pflege leicht ein. Ja, dauert es auch länger, sehr gut. Aus. Jo, dann haben wir auf. Feuer frei. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Segel passiert. Ne? Gut. So, 20 Minuten. Es spült gerade. Ich bin ja gespannt, was passiert mit dem Segel.
Gut. Bis später. So, es ist 1,5 Stunden später. Es steht Tür entriegelt. Ich bin immer gespannt. So. Ja, also dieses Rost ist immer noch da. Die Schimmelflecken sind noch da. Oder was machst du jetzt? Also wie man sieht, die Rostflecken sind auch noch da. Ich mache das nochmal ein bisschen wärmer. Etwas Chlorex. Was ist denn die niedrigste Schleuderdrehzahl? 400 Umdrehungen. 2 Stunden 29. Mal gucken, ne? Bis später. Immer noch 31 Minuten, Mann, nee. So, 2,5 Stunden später. Wir sind alle gespannt, was passiert. Also ich denke, die Rostflecken sind nicht rausgegangen. Nein. Da sind sie noch, die Rostflecken. Es ist sauber geworden. Aber ganz ehrlich, man sieht, Plan C. Ne? Ich stopp das mal wieder rein. Also gegen Rost hilft eigentlich ganz gut Kleesäure. Oxalsäure. Das ist ja etwa ein Kilo, was ich habe. Jetzt ist die Frage, wie viel ich hier rein tue. Die Waschmaschine braucht 49 Liter pro Waschgang mit Spülen. Die 49 Liter, da schätze ich mal, da werden 10-15 Liter Spülgang sein. Also sagen wir mit 50 Liter pro Waschgang. 15, also 20 Liter pro Spülgang. Das messe ich jetzt mal ab. Oxalsäure rein und gucken, ob dann die Rost weg sind. Okay, bis gleich. So, das sind also die etwa 300 Gramm Oxalsäure. Also nur mal als Hinweis, Oxalsäure ist Kleesäure, ist eine organische Säure, die sehr gut eisenselektiv zu Eisenoxid jetzt ist sehr gut biologisch abbaubar. Man sollte sie nicht über 70 Grad oder bestimmt 72 Grad erhitzen, weil die sonst sich zersetzt. Und ja, dann halt nicht mehr wirksam ist. In entsprechender Verdünnung kann man die problemlos ins Trinkwasser oder Abwasser entsorgen. Kein Problem. Und der Waschmaschine soll sie auch nicht tun, weil alle Teile, die wasserfilternd sind, in so einer Waschmaschine nun mal aus Chromstahl, also korrosionsfest, greift auch Oxalsäure nicht an. Und Oxalsäure wird zum Beispiel verwendet, um die Stücke Varroa-Milbe bei Bienen zu töten, in halt entsprechender Düngerkonzentration. Also wer Oxalsäure braucht, bei Imkerläden einfach mal gucken, ob bei Amazon gibt es die für, ja, geschenkt, sag ich mal so, ein paar Euro. Und es ist echt praktisch, wenn man rostige Teile hat, die Teile einfach mit Natronlauge oder irgendwie Bremsreiniger richtig fett machen, Oxalsäure etwa auf 50, 60 Grad hitzen und dann aufstreichen, erhitzen, immer schön nass halten, zur Not mit Gelatine die Oxalsäure versetzen, dass das so eine klebrige Masse wird, aufstreichen. Entrostet, super, greift praktisch das Eisen drunter überhaupt nie an und danach kann man halt schön grundieren, lackieren. Also als Oldtimer-Freund Oxalsäure für Tankentrosten, super. Ich probiere es mal an dem Segel jetzt. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir machen mal Automatik 40 Grad. Das dauert 1 Stunde 44. Ich mache mal als Schleuderdrehzahl das niedrigste 400 Umdrehungen. Und mal gucken, was passiert. Ne? Bis dann ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die 1,5 Stunden mit dem Segel angerichtet haben.
Es ist noch da, immerhin. So, mal gucken. Wow. Hier oben ist noch ein bisschen drin. Becken drin. Aber es gefällt mir. Es sind Porosflecken noch drin. Aber gut, das ist alles rausgegangen. Das scheint also was zu sein, was sich nicht mit Oxalsäure und normalen Laugen rauswaschen lässt. Mein Gott. Soll ich jetzt nicht stören? Aber, also ich muss sagen, sonst ist noch Rostfleck drin. Das ist wahrscheinlich, weil hier liegt ein Stahlseil drin. Ich jetzt mal durchgehe. Also das ist wirklich schön sauber geworden. Das scheint wirklich einfach so gelb vom Alter zu sein. Das Interessante ist, dass das hier nicht rausgegangen ist. Na, seht ihr das? Komisch. Aber sonst sind die Rostflecken komplett raus. Außer hier ist es am sicheren Hals. Wo ich ein bisschen wundert, woher das kommt, weil hier ist ein Edelstahlschädel drunter. Ja, Seglers bester Freund, Doppelknoten. Ne? Es scheint, dass die Oxalsäure auf jeden Fall auch diese Niet hier angegriffen hat. Da hat sie auch. Na gut, da muss ein neuer rein. Das scheint doch schon mal benutzt zu sein, weil hier ist ein Stoffstreifen drüber genäht. Ja, die Waschmaschine hat es auch überlebt, also das ist kein Akt. So, nochmal zum Segel. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz positiv überrascht. Hier ist es ein bisschen gelb. Okay, hier unten sind die Flecken, aber die sind ja noch Treibwaschgänge immer noch drin. Von daher denke ich mal, lässt sie da hingehören. Jo. So hier. Denke ich mal, lasse ich so, oder? Ne, da haben sie auch nicht mitgenommen. Ist schön fluffig. Ja. Jo. War mal ein Versuch. Ja, schön bleiben. Ja. Ich werde es mal hochladen. Bin schon auf die Kommentare gespannt. Segel in der Waschmaschine waschen. Oh, aber es ist ja mein Segel. Ich kann ja damit machen, was ich will. Ne? Ich muss es nur noch bügeln. Ne? Ein Haufen Falten drin. Na Quatsch. Ich werde das mal alles ausprobieren. Vor allem, wie es funktioniert. Es ist ein bisschen blöd als Sturmfock. Erstmal ist es riesengroß für einen Sturmfock, finde ich. Und dann ist hier eine Leine drin, wo du das eigentlich ins Vorschlag einfädeln musst. Wobei, ich habe da auch noch solche Roller dazu. Also entweder der Roller ist dazu da, dass es das oben nicht rausreißt aus der Nut. Oder er ist dazu da, dass man es im Notfall auch frei fährt. Aber wenn man halt wirklich so viel Wind hat und keine Chance hat, das mehr in die Nut einzufädeln im Vorstark. Denn ganz ehrlich, wenn ich einen Sturmfock draufziehe, keine Ahnung, das wird dann jenseits der 40 Knoten Wind sein. Da fädelst du doch nicht mehr hier das ins Vorstark ein. Ja, das Interessante ist das Stahlseil, das ist hier hinten eingenäht. Das geht hier durch. Also ich denke mal, es ist wirklich, wenn du das ordentlich spannst, dafür gedacht, dass du frei fährst. Na gut. Bis später.